Hallihallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Conny Canarias und hier Meloneras unterwegs. Ich nehme euch mal eine Runde mit an den Boulevard. Wir haben hier das Shopping Center Varadero, verschiedene Parfümerien. Und wir gehen hier mal eine Runde. So, passende Schuhe findet ihr hier ab und zu bei RKS. Die gibt es ja in vielen Einkaufszentren und die haben nicht alle die gleiche Kollektion. Also da müsste man im Prinzip durch alle durch und sich die verschiedenen Sachen anschauen. Schau ganz einfach mal, ob sich hier was verändert hat. Aber ich glaube eher nicht. Kann ja sein, dass irgendwo mal was Neues reinkommt. Dass der ein oder andere schließt. So wie hier vorne dieses Med Plus. Das ist ja auch relativ neu. Das ist eine Art Drogerie, also keine Apotheke, nein, eine Art Drogerie. Und so ist hier halt auch ab und zu mal ein Wechsel. Ja, und diese Sessel zum Relaxen, die gibt es immer noch. Die Massagesessel. Und wir sind immer noch bei den Sales, ganz wichtig. Denn dort bekommt man immer die interessanten Schnäppchen. So, und hier gibt es diese Aromas Artesanales. Kann man sich seinen Duft raussuchen und hier die verschiedenen Parfümerien natürlich. Das wird irgendwie auch immer mehr. Jetzt ist hier nebendran auch noch einer. Hier war nämlich ein anderer Laden drin. Die haben vergrößert. Ja, und hier Desigual. Viel Schmuck natürlich, der darf nicht fehlen. Uhren. Und hier haben wir noch eine Drogerie. Und natürlich Sonnenbrillen, ganz wichtig. Denn die Augen müssen geschützt werden bei der vielen Sonne, die wir hier haben. So, und wir gehen vorne ans Wasser. Aber vorher schauen wir noch mal hier in das Schaufenster von Mint. Denn das ist ja immer sehr interessant, also die Preise. Das ist ja sehr hochpreisig und die haben halt auch Marken, die man nicht überall bekommt. Das ist so ein bisschen wie der Nestladen, den ich auch ab und zu mal zeige hier vorne am Boulevard. So, das ist die neue Kollektion. Viel Schwarz. Sehr viel Schwarz. So, und dann schauen wir doch mal, was wir denn da haben. Das sind die Herrensachen. Was ist das denn? Die Socken, Karl Lagerfeld, 10 Euro. Die Tasche ist Zadig und Voltaire, 450.
Und das schwarze Kleidchen, obwohl das ist ein Shirt, nehme ich an. Und ein Shirt 146 und eine Shorts. Das ist ein kurzer Rock 430. Ja, das ist natürlich ein stolzer Preis. Und dann schauen wir mal hier bei den Sales. Das ist Jacquemus. Teilweise bis 50%. Dann schauen wir mal, der Rock war vorher 195, der Tigerrock, und ist jetzt 117. Die Bluse 165 und jetzt 115. Naja, und die Tasche 770 und jetzt bei 462, also echt ein Schnäppchen, muss ich euch sagen. Allerdings sagt mir die Farbe nicht so ganz zu, deswegen lasse ich das heute. Ja, so schnell hat man mal eben keine 462 ausgegeben, wenn die Farbe nicht passt. Ja, das sind stolze Preise, sage ich euch. Aber man kann es auch günstiger haben. Und darüber werde ich euch ein paar Videos machen. Die müssen wir erstmal noch zusammenbauen. Denn so Designersachen, wenn man dann den richtigen Moment erwischt und das richtige Auge für sowas hat, dann kann man die wirklich zu unschlagbaren Preisen erhalten, bekommen, kaufen, wie auch immer. So, das war hier eine Runde durch das Varadero, das Shopping Center hier in Meloneras. Auch in der Fundgrube gibt es Sales. Wenn ihr da noch irgendwelche Parfums oder sowas brauchen solltet oder ein Cremchen, dann bekommt ihr das hier in der Fundgrube. Ja, und Sales wird hier natürlich groß geschrieben. Klar, richtig groß. So, und mit diesem Blick hier sage ich dann auch tschüss und bis bald. Macht's gut.